So, wie sehen die Fibonacci-Zahlen aus? Das fängt an irgendwie mit 0, also Folge der Fibonacci-Zahlen 0. Genau, dann die 1, das erste Element ist die 1. Dann müssen wir die beiden vorhergehenden immer addieren. Das heißt, hier kommt eine 1 hin, eine 2, eine 3, eine 5, eine 8. Ich schreibe mal hier unten weiter, 13, 21, 34 und. Wie würden Sie das in ein Programm gießen? Wir nehmen wieder die spontane Idee. Gar nicht großartig nachdenken. Also, einfacher Ansatz. Fib von n, da stecken wir also irgendwie ein n rein und dann setzen wir einfach nur diese Gleichung da ein. If n gleich 0, dann liefern wir, oder return 0, sagen wir mal. Else if n gleich 1, then return 1 oder else Fib von n minus 1 plus Fib von n minus 2. Ja, das ist sozusagen unser gesamtes Programm. Frage, wie aufwendig ist das? Also, wir interessieren uns für den Aufwand der Fibonacci-Zahlen. Wir malen uns das einfach mal wieder hin. Wir nehmen einfach mal so ein Beispiel her, um mal so eine Idee zu bekommen, Mensch, wie könnte denn der Aufwand so aussehen? Und ich habe mich jetzt hier in meinen Unterlagen, ich habe mal vorbereitet, so f von 6 berechnen wir mal. Ich schreibe hier oben mal hin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das ist sozusagen der Index oder das n. Und dann die Fibonacci-Zahl dazu ist die 0, die 1, die 1, die 2, die 3, die 5, die 8 und die 13. Ja, das sind quasi die Fibonacci-Zahlen. So, jetzt gucken wir uns mal an, um f von 6 zu berechnen. Was müssen wir dafür tun? Um f von 6 zu berechnen, müssen wir kennen, ich lasse jetzt mal die Klammern einfach weg, ich schreibe einfach mal so f von 5 hin, ja, dann spare ich mir einfach so ein bisschen Schreibarbeit hier. Ja, also das soll jetzt die sechste Fibonacci-Zahl sein und um die zu berechnen, brauche ich ja die vierte und die fünfte Fibonacci-Zahl. Das ist das, was sozusagen bei einem Aufruf der eben implementierten Fibonacci-Funktion passieren würde. Ja? Wir rufen hier, wir steigen hier ein bei dem Aufruf fib von 6 und dann steigen wir in die Rekursion auf ein mit dem Aufruf von fib von 5 und fib von 4. So, um die fünfte Fibonacci-Zahl zu berechnen, was brauchen wir dafür? F4 und F3. Ne? Und um die zu berechnen, brauchen wir F3 und F2. Und um F4 zu berechnen, hatten wir hier schon mal, wissen wir aber natürlich nicht, in unserem rekursiven Aufruf, F3, F2. Und hier, F2, da stehen sie beide direkt nebeneinander. Aber der Rechner kriegt das so erstmal gar nicht mit bei unserem rekursiven Aufruf. Das ist wirklich ärgerlich. So, den können wir schon bis auf, ja ne, den müssen wir auch nochmal hier. F2, F1, F1, F0. Oh, jetzt muss ich richtig klein schreiben hier. F1, F0. Den haben wir schon, den müssen wir noch machen. Also den können wir schon, den können wir, den können wir, den können wir, den. Da sind wir fertig, da auch, da auch, da auch, da auch. Hier unten müssen wir noch einen zu Ende bringen. F1, F0. Und dann kriegen die auch noch so einen schönen Kringel. Habe ich noch was vergessen? Oh ja, da einer ist noch irgendwie. Also das sind sozusagen die Aufrufe. Die können wir natürlich direkt beantworten. Aber das ist deutlich mehr irgendwie als n. Also wenn wir uns jetzt nicht irgendwie einen Trick überlegen, dass wir uns vielleicht Zwischenergebnisse schon merken, nur das wird bei dieser Rekursion irgendwie schwierig. Dann können wir versuchen, irgendwie so eine Tabelle aufzubauen. Wie aufwendig ist das Ganze? Wir schreiben mal wieder so eine Rekursionsgleichung hin. Also t von fn ist gleich t von fn minus 1 plus t von fn minus 2 plus o von 1. Jetzt könnte man das irgendwie wieder weiter aufdröseln.
Wir zählen einfach mal die Anzahl der Rechenoperationen, die notwendig sind, um jetzt hier diese Berechnung durchzuführen. Wie viele Rechenoperationen brauchen wir für die Berechnung von F0? Das ist unser Programm. Wenn n gleich 0 ist, wie viele Rechenoperationen? 0, ne? Bei n gleich 1 auch. Bei n gleich 2 wären es beispielsweise eine. Also, da haben wir 0 Rechenoperationen. Bei t von f1 haben wir auch 0. Bei t von f2 haben wir eine. So, und jetzt wird spannend. Wie viele Rechenoperationen haben wir denn bei t von f3? Wir haben hier, um f3 zu berechnen, ja, dann müssen wir das Ergebnis mit dem verrechnen hier oben. So, das heißt, wir haben sozusagen hier aber 0 Rechenoperationen, hier haben wir 0 Rechenoperationen, hier haben wir eine, um dieses f2 zu ermitteln, und hier oben kommt die zweite dazu. Das heißt, wir haben 1 plus 1 Rechenoperationen. Ja? Das ist sozusagen quasi jeder innere Knoten hier steht für eine Rechenoperation. Und dann war einmal den hier und einmal den hier. Ja? In dem hier werden f1 und f0 zusammengeführt. In dem hier werden f2 und f1 zusammengeführt. Jetzt wird es vielleicht gleich deutlich, wenn ich jetzt sage, t von f4, wo haben wir das hier? Wir haben eine Rechenoperation an dieser Stelle plus die Rechenoperation, die wir brauchen für f3 plus die Rechenoperation, die wir brauchen für f2. Also t von f4, ich brauche eine Rechenoperation für das Zusammenführen hier oben. Und dann brauche ich die Anzahl der Rechenoperationen von f3, das sind gerade 2 Stück, plus die Anzahl der Rechenoperationen für f2. Das ist gerade eine. So, und wenn wir das jetzt so weitermachen, dann vermuten wir jetzt einfach mal, was vermuten wir denn? Dass t von fn gerade was ist? Gucken Sie einfach die Zahlen an, das vermuten wir jetzt mal. Dass das gerade die nächste Fibonacci-Zahl weniger 1 ist. Also wenn wir das jetzt irgendwie so weitermachen, ich schreibe jetzt hier nochmal hin, t von f5, da sind wir irgendwo hier oben, wir brauchen 1, plus F4 plus F3 müssten 7 sein. Wenn wir das immer so weitermachen, ja, und hier F6 ist gerade die 8, ist gerade F von N plus 1 minus 1. Also das vermuten wir mal. Jetzt überzeuge ich Sie ja noch nicht. Sie gucken noch so ganz entsetzt und staunt. Wie könnte ich das denn jetzt beweisen, wenn Sie mir das nicht glauben? Also, Vermutung, ich behaupte das einfach mal. T von F von N ist fn plus 1 minus 1. Wie kann ich das nachweisen? Da schreibt man mal gerne so einen Beweis dran. Haben Sie sowas mal gemacht? Induktionsbeweise? Was muss ich tun? Man fängt an mit einem Induktionsanfang. Man muss also zeigen, dass es sozusagen unten beim Start gültig ist. Und dann zeige ich immer, dass es von einem Schritt zum nächsten Schritt gültig ist. Also ich kann das ja jetzt nicht für alle nachweisen, ich habe jetzt ein paar Beispiele aufgeführt. Ich zeige dann, dass sozusagen, wenn ich n habe und von n auf n plus 1 gehe, dass es dann auch weiterhin gültig ist. Ja? Genau, so, Induktionsanfang, da schreiben wir einfach mal hin, t von f0, das wäre nach unserer Formel f1 minus 1, also die 0, das passt. Und t von f1, f2 ist auch 1, also kommt da auch eine 0 hin. Das passt, und das passt gerade zu unserer Formel. So, und jetzt der Induktionsschluss. Es ist t von n gleich t von, und das haben wir jetzt hier oben stehen, ja, in diesen Dingen hier. Das haben wir eben, so berechnet sich das ja in unserem Algorithmus, ist gleich t von f von n, muss es natürlich heißen, t von fn minus 1 plus t von fn minus 2 plus O von 1. Was ist das hier? Laut Induktionsannahme ist das gerade fn minus 1 plus fn minus 1 minus 1 plus O von 1. Können wir zusammenfassen hier, die Konstanten. Ja, einmal hebt sich das irgendwie auf und dann haben wir gerade unsere Formel da stehen. Ja, wenn ich fn und fn minus 1 zusammenziehe, komme ich gerade auf mein fn plus 1. So, jetzt sehen wir aber immer noch nicht daraus, was das für ein Aufwand ist. Wir müssen sozusagen jetzt irgendwie das n in Beziehung setzen zu diesem fn, beziehungsweise fn plus 1. So, und das würde aber jetzt ein bisschen lange dauern. Da machen wir uns jetzt zunutze,
dass Folgendes gilt. Fn, ich erkläre es gleich, was das ist. Die Fibonacci-Zahlen stehen im Zusammenhang mit dem sogenannten goldenen Schnitt. Das bezeichnet das Teilungsverhältnis. Das haben sie vielleicht in Mediengestaltung gemacht. Ne? 1 plus Wurzel 5 halbe, beziehungsweise Phi Dach 1 minus Wurzel 5 halbe. Das heißt sozusagen, in die Berechnung der Fibonacci-Zahl n fließt dieses n als Exponent rein. Das heißt, insgesamt haben wir einen exponentiellen Aufwand in der Anzahl der Rechenschritte, die wir da tun müssen. So, das wollen wir jetzt besser machen. Was könnte denn eine gute Idee sein? Was liegt denn irgendwie nahe, wenn man sich hier diesen Rekursionsbaum einfach anguckt? Hier in dieser Aufwandsberechnung, da fließen ja etliche Sachen doppelt, dreifach, vierfach mit ein. Nämlich hier diese ganzen, die wir hier drin standen haben. Also diese einmal diese blau eingekreisten, sozusagen diese elementaren Größen. Aber auch hier die, F2, kommt hier vor, hier vor, hier vor, hier vor. Die kommen ja alle mehrfach vor. Wäre es doch vielleicht irgendwie eine gute Idee, sozusagen die Zwischenergebnisse mit zu verwenden. Das wollen wir mal versuchen. Wenn ich die nte Fibonacci-Zahl berechne, dann mache ich irgendwie Gebrauch von der letzten und der vorletzten. Die setze ich jetzt mal auf 1. Vor k gleich 3 to n du. So, was müssen wir tun? Da habe ich jetzt erstmal so ein Programm hingeschrieben, ohne uns näher zu erläutern. Prinzipiell, worüber müssen wir uns Gedanken machen? Im Kontext dieser Veranstaltung zwei Sachen. A, ist es korrekt? Laufzeit? Also, Aufwand können wir sofort beantworten. Wir haben eine einfache Schleife. Innerhalb der Schleife kommen nur elementare Operationen vor, eine endliche Anzahl, 3 Stück, unabhängig von dem n, was wir hier reinstecken. Also, das ist irgendwie O von n. Wie können wir denn jetzt zeigen, dass das auch korrekt ist? Schleifeninvariante könnte ich das machen. Und die Schleifeninvariante sieht hier aus, so aus, dass letzte immer fib von k minus 1 enthält und vorletzte f von k minus 2. Ja, und dann müssen Sie das halt im Prinzip durchrechnen. Gilt das vor der Schleife? Bleibt diese Bedingung während des Schleifendurchlaufes erhalten? Und kann ich daraus eine Gültigkeit für unsere Behauptung, dass nämlich hier die nte Fibonacci-Zahl berechnet wird, ableiten? Ja, aber genau das kann ich tun, wenn ich hier beispielsweise bei der Schleife am Ende gilt, dass das k gleich n plus 1 ist. Ja, und wenn wir das hier einsetzen, letzte geben wir aus, dann kriegen wir hier gerade die nte Fibonacci-Zahl raus. Das können Sie aber dann nochmal zu Hause machen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz ansprechen, wie wir das auch in logarithmischem Aufwand machen können. Also die Berechnung der Fibonacci-Zahlen mit logarithmischem Aufwand. Kommt keiner drauf. Kannte ich vorher auch nicht, bevor ich es mir angeguckt hatte. Also, und zwar kann man sich dazu Nutze machen. Fibonacci-Zahlen berechnen durch wiederholte Exponentiation. Und zwar gilt das Folgende. Matrizen sagen Ihnen was. Das sind 2 Kreuz 2 Matrizen. Und es gilt genau dieser Zusammenhang. Wenn ich nämlich einfach diese Matrix bestehend aus 1, 1, 1, 0 mit n potenziere, dann kriege ich genau diese Fibonacci-Zahlen raus. Steht da jetzt so als Behauptung? Wie würde ich das nachweisen? Wenn man jetzt sagen wollte, ach, ich möchte das gerne nochmal, das glaube ich so nicht. Das sind alles kritische Menschen. Das fällt da irgendwie so vom Himmel, das muss ich jetzt mal überprüfen. Also erste Idee, die man hat, wenn man so mathematisch versucht, unterwegs zu sein, du hast irgendwas mit natürlichen Zahlen, Induktion ist immer erstmal ein guter erster Tipp. Und das schreit hier auch nach Induktion. Gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Also Induktionsanfang, da haben wir 1, 1, 1, 0 hoch 1 ist gleich 1, 1, 1, 0. Und was ist das? Das kann ich auch so hinschreiben, ne? Das ist genau unsere Behauptung. Also Induktionsanfang gilt. Jetzt der Schluss von n auf n plus 1. Da fange ich also an. 1, 1, 1, 0 hoch n plus 1. Ja, das drösel ich einfach mal auf. 1, 1, 1, 0 hoch n mal 1, 1, 1, 0. Hier fließt jetzt unsere Induktionsvoraussetzung ein, dass das nämlich gerade gilt. Also haben wir hier stehen fn plus 1 mal fn mal fn fn minus 1 mal 1, 1, 1, 0. Was ist das?
Wie multipliziere ich zwei Matrizen? Zeile mal Spalte. Also da steht dann hier oben fn plus 1 mal 1 plus fn mal f1. Das ist sozusagen der erste Eintrag. Hier oben rechts kommt hin fn plus 1. Irgendwie schreibe, also eigentlich schreibe ich ganz ordentlich, aber das ist nicht so ganz exakt hier, dieses Tablett. Fn plus fn minus 1 und fn kommt hier unten hin. Das ist sozusagen die Matrix, die da rauskommt. Und wenn wir das hinschreiben, dann steht da fn plus 2. Das ist fn plus 1. Das ist auch fn plus 1. Und hier fn. Und das ist genau unsere Behauptung, ne? So, was hat das jetzt mit wiederholter Exponentiation zu tun? Haben wir doch eben gemacht, ne? Nur, dass wir jetzt nicht Zahlen a hoch n bilden, sondern halt Matrizen. Und die Multiplikation einer 2×2-Matrix mit einer 2×2-Matrix ist auch konstanter Aufwand, ist unabhängig von n. Ich schreibe mal hin a hoch n. Also wir machen das genau das gleiche wie eben. Also wir rechnen jetzt irgendwie hier a 1, 1, 1, 0 hoch n. Ich müsste jetzt eigentlich die Fallunterscheidung machen, ob n gerade ist oder nicht. Und das haben wir eben gemacht mit a hoch n. Also Sie sehen, dieser Divide and Conquer Ansatz ist gar nicht so schlecht. Wenn man das richtig an der richtigen Stelle einbringt, kann man die Laufzeit schon mal so ein Stückchen weit reduzieren.